Hi Leute, ich bin's, Janine von outlet46.de und in diesem Video erkläre ich euch, was es mit den Kurzgrößen bei Hosen auf sich hat und wie ihr herausfindet, welche eure Kurzgröße ist, falls ihr sowas braucht. Ja, Kurzgrößenhosen sind eben meist für Frauen unter 1,65 geschneidert. Je nach Körperbau können auch ein bisschen größere Frauen auf die Kurzgrößen zurückgreifen. Das ist ganz individuell. Des Weiteren ist es eben so, dass bei Kurzgrößen nicht nur das Bein einfach abgeschnitten ist, sondern der gesamte Schnitt der Hose wird eben auf die kürzeren Beine der Frau angepasst und die Knie huschen zum Beispiel ein bisschen nach oben und der gesamte Schnitt passt sich einfach besser dem Körper an. Kurzgrößen gehen von 16 bis 31. Wenn ihr jetzt eure Kurzgröße ermitteln wollt und ihr tragt zum Beispiel eine 38, dann halbiert diese einfach. Ihr haltet dann die 19, das wäre eure Kurzgröße. Wenn ihr zum Beispiel eine 40 tragt, dann ist es eben die 20. Andersrum funktioniert das genauso, wenn ihr shoppen wollt und es sind nur Kurzgrößen aufgeführt, zum Beispiel 19 oder 20, dann ist das jeweils die 38 oder eben die 40 und so weiter. Solltet ihr beim Online-Shoppen nicht sicher sein, welche Größe ihr überhaupt bestellen sollt, dann schaut immer in unsere Größentabellen, die verlinken wir zu jedem Artikel. Und ich packe euch in die Beschreibung auch nochmal einen kleinen Guide, dass ihr einfach gucken könnt, wie ihr euch wirklich richtig vermesst. Und zum Ende hin des Videos packe ich euch auch nochmal eine Tabelle rein, wo einfach aufgeführt ist, welche Kurzgrößen Normalgrößen sind und andersrum, sodass es noch einfacher ist für euch nachzugucken. Wer von euch kennt auch das Problem, wenn man Hosen shoppt und ja, die Hosen einfach immer zu lang sind? Ja, schreibt es mir einfach, lasst euch in den Kommentaren aus. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und ich freue mich immer über Anregungen und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut!